um zu untersuchen, ob so ein paar Vektoren a1 bis an, ob die linear abhängig oder linear unabhängig sind, müssen wir uns so eine beliebige Linearkombination hier anschauen, unterstrichen jetzt, und überprüfen, wie müssen wir die Lambdas wählen, damit diese Linearkombination 0 wird, also gleich dem Nullvektor. Wenn die einzige Möglichkeit die ist, dass wir alle Lambdas gleich 0 wählen, das geht natürlich immer, dann kommt hier der Nullvektor raus. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann heißen sie linear unabhängig. Und wenn es andere Möglichkeiten gibt, dann heißen die Vektoren linear abhängig. Jetzt gucken wir uns die Spezialfälle, erstmal im Spezialfall n gleich 1 an, also nur ein einziger Vektor. Das heißt, diese Gleichung hier lautet jetzt Lambda mal a gleich 0. Und das wissen wir. Das bedeutet, dass entweder das Lambda 0 ist oder dass das a der Nullvektor sein muss oder beides. Okay, und daraus können wir jetzt sofort folgern, wie das ist mit einem Vektor. Wann ist der linear abhängig? Wann ist er linear unabhängig? Wenn der Vektor nicht der Nullvektor ist, dann ist ja diese Gleichung hier nicht erfüllt. Das heißt, dann können wir das hier nur erreichen, indem wir Lambda gleich 0 wählen. Das heißt, jeder Vektor, der nicht der Nullvektor ist, ist linear unabhängig. Der Nullvektor dagegen, der ist linear abhängig. Denn wenn hier oben das a der Nullvektor ist, dann kann ich mit jedem beliebigen Lambda diese Gleichung hier erfüllen.